So, hallo und herzlich willkommen zu Players Niklas of legt sein 4. Handy weg. Players of 4, ja. Weil ich weiß, wie das Spiel heißt und du nicht. Nice. Gott. Nice. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Hä? Also, die hat den oder die in ihrem Haus gesehen, aber sich nie gestellt. Vielleicht so ihre andere Persönlichkeit. Weißt du, dass sie schon immer irgendwie in einem Haus war. Aber links oder rechts? Ach, warte, ich Links. wollte. Rechts geht's weiter. Beschleunigung. Nee, das möchte ich nicht. Rechts geht's weiter, sag ich. Verdammt. Geht bei beiden weiter. Okay. Schon wieder das komische Adler-Cloud-Baby-Bild. Haben wir hier. Ein Vater schlägt Mann. Mutter tot. Ja, und die beiden Kinder spielen. Das ist mein Lieblingsbild, muss ich sagen. Damals, das ist auf jeden Fall nice gewesen. Natürlich. Wie es einfach instant dunkler wird, Ja. ne? Und Tür zu. Paprika. Und Paprika. Wir stehen auf Paprika halt, ne? Sind da Paprika ist nicer Paprika, Shit, Alter. eingelegte Paprika in Essig? Das Ja, hört sich sehr eklig an. ja, dachte ich mir gerade auch. Alter, das fliegt dir doch entgegen, oder? Nee. Es kommt. Aber ich glaube auch mit dem. Ich weiß nicht, ich will gar keine Vermutungen raushauen. Aber ich sag, irgendwas kommt gleich. Ibims, sagst du? Oregano. Oregano. Nein, Oregano. Das heißt wirklich Oregano. Oregano. Du bist auf Scherben getreten. Oh, da sind die Etwa. ganzen Äpfel. Weiß Junge. Paprika hatten wir schon länger nicht mehr. Ja, nice, Knoblauch. Vielleicht sind wir nicht nur ein Vampir, sondern wir haben auch Angst vor Vampiren. Ich schwöre, die Lösung ist irgendwas mit Vampiren. Zu spät gelaufen, Alter. Als ob Vampir, Junge. Die Tür ist einfach instant zu. Nice. Warum sind unsere Jetzt ist die Bögen auch so. abgeschlossen, wir müssen zurückgehen und dann. Okay, ich habe Unrecht. Aber ist die hier abgeschlossen? Warum ist der Boden so dreckig? Also ich habe da länger nicht mehr geputzt. Wie sieht's mit dir aus? Alter, wir sind wieder irgendwo. Wir sind Wir wieder in sind der in der Küche. Küche. Oh. Warum kriegst du so. Ach Mann. Wenn jetzt nicht irgendwas Gruseliges passiert, bin ich echt traurig. Hör auf zu spielen! So, warte mal. Erstmal. Das kommt aus der Kammer rechts, oder? Wo ist die Kammer? Da. Da. Knoblauch. Digga, ich schwöre, Vampire. Das ist nicht mehr. Das ist kein Zufall mehr. Wo sollen wir hingucken? Ich verstehe es auch nicht, aber ich habe Die Kammer. Angst. Guck mal wieder zur Kammer. Knoblauch ist weg. Guck mal, da verstecken wir die ganzen Äpfel. First, I'd looked for a canvas,
Hautfetzen? I had to find a knife. Oh ja, könnte Haut sein. Not one of those red ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact. And then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Ist immer gut. Aber Hauptsache, ich krieg immer die nicht gruseligen Teile, ne? Ich dachte es. Ich hab gesagt, wenn jetzt nichts Gruseliges kommt, bin ich richtig mad. Ich wusste ja nicht, dass das passiert, ja? Ist so dunkel, Mann. Wir sollen bestimmt nicht zu der Tür gehen, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Oh, oh Gott. Nicht auf. Leon! War da eine Lampe drin? Weißt du das? Weiß ich nicht. Nee, ich da haben wir den Dings nicht gefunden. Da haben wir den Lichtschalter nicht gefunden. Es gibt keine Lampe wegen hier. Ja, es ist wenigstens in der Nähe gewesen, das Zimmer. Das ist, es fehlt zwar irgendwie ein Raum oder so, aber... Äpfel. Der Äpfel bewegt sich. Wo führst du uns hin? Das ist die Lösung. Er ist unterm Schrank. Er ist unterm Schrank. Folgt dem Apfel. Er ist echt unterm Schrank. Guck mal, ob der Zettel irgendwo auf dem Zettel... Da steht wieder was Neues. Jetzt, ja. Hast selbst jetzt verloren, du verdienst es, beende es. Was haben wir angefangen? Das ist ja die Frage. Können wir malen? Sieht nach Flamingos aus. Blutige Flamingos. Aber das Bild mag ich. Das würde ich mal aufhängen. Das sieht schön aus. Das finde ich richtig cool. Ja, hat irgendwie was. Oh, schon wieder so eins. Aber ich würde mir das, glaube ich, nicht aufhängen. Ach, guck mal. Oh, wir haben, glaube ich, ziemlich viel verpasst. Ich weiß ja nicht, ob... Oh Gott. Nee, das hatten wir schon. Sehr gut. Sind das vielleicht alle Sachen, die wir gesammelt haben? Ja, ja. Ist das das Ende des Spiels? Ist einfach vorbei. Wenn wir jetzt nicht die Lösung haben, sind wir dumm. Nee, das Spiel kommt ja... Also wir bestimmen die Art des Spiels. Also wie wir handeln. Das können wir gar nicht übersehen haben. Also wir haben einen Raum gar nicht angeguckt, nämlich das Kinderzimmer, und oben gab es auch noch einen Raum, wo ich nicht reingegangen bin, weil wir dafür keinen Schlüssel hatten. Alter, was steht da, Junge? First I looked for a canvas, not just any canvas, I had to find a knife, not one of those... Achso, ja, das hat er uns gerade schon erzählt. Aber was heißt denn Canvas? Weiß ich nicht. Soll ich mal nachgucken? Ach, das ist dann... Achso, das ist das, was wir gerade gefunden haben und dazu das, was er gerade gesagt hat. Ja, das heißt, hier kommen auch noch so Sachen rein. Das hier ist quasi unser Speicherraum. Das haben wir auch mal irgendwann gefunden. Tief durchatmen. Denk daran, du bist ein Profi. Es sind nur die ersten Pinselstriche. Danach bist du über dem Berg. Was ist daran so schwer? Was eigentlich aus der... War das schon immer so, dass das dahinter einfach pechschwarz wird? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Mama. Keine Ahnung. Shapeless Blues. Ich sag, ist erst der Anfang. Get up, yo. Ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Skriki, ba, ba. Ein Fahrstuhl. Wollte schon immer Fahrstuhl fahren, Mama. Aber safety first, erstmal Tür zu machen, Leute. Ich habe Stopp gewählt. Nee, warte. Ich kann nicht lesen, was ich will. Oh ah, nee. Okay, ich habe oben gewählt. Oh, was stand da? Was mit Stopp, glaube ich. Angst, dass das die ganze Zeit jetzt irgendwie was hinter mir kommt. Ich hatte richtig Angst, dass wir an so etwas vorbeifahren. Das kann natürlich auch sein. Ich würde gerne mal
Okay, ich glaube, wir kriegen keine interessanten Informationen mehr davon. Wenn die gute Laune nicht zu dir kommt, dann musst du eben zu der guten Laune kommen. Nee. Schon wieder nichts drin hat? Ich wollte mich doch triggern. Hä? Vielleicht war nach oben nicht die richtige Lösung. Mhm. Vielleicht auch doch. Vielleicht auch nicht. Einfach wieder gehen, Leon, okay? Alter, was ist das für ein abgefuckter Raum, bitte? Oh Gott. So Tür zu machen. Stell dir vor, du bist Künstler. Gleich steht da jemand hinter, so. Was haben wir? Gay Vibes? Mann verprügelt Frau? Adler klaut Baby? Sind alle da, verwaschene Hand? Okay, aber hier passiert nichts Spannendes, ne? Fällst du nicht in den nächsten... Ah, Schlüssel. Alter. Ah. Sehr geehrter Herr, während ich Ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und ich Ihrer Frau sowie Ihnen selbst nichts als Sympathie entgegenbringe, muss ich doch jegliche weitere Korrespondenz von Ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Ein Hauttransplantat ist eine extrem heikle Angelegenheit. Wegen Verbrennung, Hauttransplantat. Ja. Wir sind auf der richtigen Spur, Alter. Der von Natur aus ein gewisses Risiko zum Scheitern zugrunde liegt. Dies vorweggenommen, kann ich Ihnen versichern, dass meine Kollegen und ich vom Sand an Krankenhaus alles in unserer Macht Stehende getan haben, um einen möglichst positiven Ausgang für Ihre Frau zu erreichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir, unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Verletzungen Ihrer Frau, das bestmögliche Ergebnis erreicht haben, das wir erwarten durften. Selbstverständlich haben Sie ein Recht auf Ihre eigene Meinung und ich kann Ihre Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist Ihre Annahme, dass das Schreiben von Drohbriefen an meine werten Kollegen und mich die Situation Ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte. Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr wohl verstehen, dass Sie derzeit unter großer Anspannung leiden, weshalb ich von einer Strafanzeige absehen werde, sofern Sie von jeglicher weiterer Korrespondenz Abstand nehmen. Lassen Sie mich ganz klar festhalten, dass ich keine weiteren Drohungen gegenüber unseren Mitarbeitern, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde. Für den Fall, dass Sie die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen möchten, wird mein Assistent Ihnen die Kontaktinformationen mehrerer Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gerne ihre kompetente Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch diese anstrengende Zeit zu helfen. Mit freundlichen Grüßen sowie den besten Wünschen von Ihrer Frau und Sie, Dr. Med William. Das hätte der halt locker kürzen können. Ist der Controller nicht aus? Ne. Hä? Der hat kein Licht, ne? Sehr kurios. Ah, meine Schulter. na gut, also. Sie, Kind verloren, verbrannt. Aber lebt scheinbar noch. Hat aber Probleme mit dem... Wir haben Schlüssel? Ja, hab ich doch gerade gesagt, das wäre ein Aufgabe. Oh. Meinst du, das ist Bait und wir müssen eigentlich nach rechts gucken? Ja. Bisher ist noch nicht wirklich... Also doch, es sind zwei krasse Sachen. Ach nö, Alter. Was sind das denn für Rollen hier immer? Oh Junge, jetzt fangen die Stimmen im Kopf schon an. Vor allen Dingen 1000 kleine Räume. Ah. Why did you stop? That dude was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Aha. Oh. Die Frau ist safe abgefackelt. Ja, ja. Hype. Ja, das ist safe. Was aber ich weiß immer noch nicht, was also. Wer sind wir? Wir sind. Oh, guck mal, wie fühlt das? Sind wir der Künstler? Doch, wir sind der. Ich glaube, wir sind der. Oh, warte, vielleicht sind wir ein Detektiv oder so, der den brutalsten Mord der Geschichte aufklären soll. Du hast gerade die Tür aufgemacht, weiß. Und der Fahrstuhl ist rot.
und nicht auf der richtigen Höhe. Gut, gehen wir hier rein. Gut, kein Problem. Ohne Scheiß, ne? Was denn? An jeder scheiß Ecke haben die irgendwas zum... Ach nee, Dachböden sind auch ganz schlimm. Ja, wir gucken erstmal hier noch. Ja, das verstehe ich auch nicht, warum überall Sachen sind zum Aufmachen, wo nichts drin ist. Ja. Das soll ich wahrscheinlich einfach nur fertig machen, weil du dann alles aufmachst. Und irgendwann... Was ich höre es rechts. Ich höre es rechts. Ich habe den halt nur rechts, deswegen ist das mit Richtungen sehr schwierig für mich. Ja, mein linker Kopfhörer ist kaputt, also ich höre auch nur rechts. Okay, nee. Gehen wir mal hier rein. Nein, Leon, tu's nicht! Einmal kurz zurück. Oh, es brennt! Leon, es brennt, wir müssen das ausmachen. Es brennt. Was soll ich machen? Arschbombe? Sonst hilft auch nicht. Draufspucken. Hast du. Musst du pinkeln, Leon? Musst du pinkeln? Jetzt ist die Chance. Guck mal, hier kann man hin. Ach, du hast noch 4 Minuten, wenn ich es richtig gesehen habe. Echt? Ja. Oh, wie stütze ich ein? Stirb's einfach. Spiel zu Ende. Oh. Die haben echt Bock, Sachen zu spielen heute, ne? Ja, ne? Irgendwie schon. Das heißt, ich muss in die ganze Kacke. Warum kann man in solche Ecken rein? Weiß ich nicht. Was denkst du schlimmer? Horror Games ohne Sound oder ohne Bild? Stell dir mal vor, du müsstest hier nur den Sound anhören. Wie willst du denn das spielen? Ich meine, wenn du dir das jetzt nochmal anhören musstest, weißt du? Also was wäre dir unangenehmer? Nur Sound, oder? Ja, nur Sound macht ja gar keinen Sinn. Du hörst ja einfach nur diese Musik, die ein bisschen Spannung aufbaut. Du brauchst du brauchst das ja als Kombination. Ja, ein bisschen lauter. Das ist Blut, das ist Blut. Da war vorher vor allem Baby. Echt? Ja. Ich glaube, ich brauche echt eine Brille. Ich glaube, sehr viele Leute brauchen eine Brille. Zwar nicht so krass, aber so ein bisschen halt, weißt du? Aber die wollen sich das nicht eingestehen. Oder keine Brille tragen. Ich will eine Brille. Wenn du eine willst, kriegst du auf jeden Fall eine. Hast ja bald Geburtstag. Stimmt. Echt? Nach 3 Monaten. Ratte, wo ist sie? Das ist eigentlich das Ziel des Games. Das ist die Lösung. Wir sind der Kammerjäger. Ranjagen. Jetzt sind wir der Kammerjäger. Das könnte halt echt sein. Die Notfolgende ist, dass eine Findest du noch hier? Okay, ist noch hier. Junge, ich sehe den halt nicht, ne? So im Schatten und dann auf den. Die nun folgende Liste ist eine Aufzählung der am häufigsten auftretenden Symptome der Schizophrenie. Okay, Schizophrenie war gar nicht so, ne? War schon mal. Während sie typischerweise zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr diagnostiziert wird, ist es bekannt, dass die Störung auch bei älteren Patienten auch ältere Patienten betreffen kann. Merken Sie sich, dass diese Symptome nicht exklusiv nur bei Schizophrenie auftreten können und sie darum niemals als endgültiger Beweis für das Auftreten dieser Krankheit angeführt werden sollten. Um eine gesicherte Diagnose zu erhalten, sollten Sie unbedingt einen qualifizierten Spezialisten, Psychologe, konsultieren. Ausdrucksloser Blick, Starren ins Leere. Ja. Willkürliches Zucken der Gesichtsmuskulatur. Ja. Schlaflosigkeit, nicht bemerkt. Haben wir ja schon, ne? Ja. Unübliche Gestik und Körperhaltung, schon immer. Unfähigkeit, Freude bei Aktivitäten zu verspüren, definitiv. Depressionalisation, was soll das überhaupt bedeuten? Ungeschickte, schwerfällige Bewegungen, könnte vom Unfall kommen. Der Typ so, ich habe eigentlich selber keinen Plan. Anfälligkeit für wütendes, ablehnendes Verhalten, eher passiv-aggressiv. Antriebslosigkeit, ja, suizidale Tendenz. Warte mal. Ungeschickte, schwerfällige Bewegungen. Okay. Die hat ja Schmerzen im Knie. Ach. Ja, und der Gehstock auch. Aber warte, geht's. Das heißt, es geht um die Frau oder was? Ja, die Frau ist bescheuert. Und der Typ leidet sozusagen darunter.
und lässt das in seinen Bildern aus. Aber ich weiß immer noch nicht, was wir eigentlich machen sollen. Also ich habe keinen... Ich weiß nicht genau, was ist unser Ziel, weil ich auch nicht weiß, wer wir genau sind. Sind wir der Mann oder... Ja, keine Ahnung. Der Kammerjäger oder der Boyfriend? Ja, das Ding ist ja, der Kammerjäger oder irgendwie ein Polizist oder so, das wird zwar irgendwo Sinn ergeben, aber wir sehen ja auch... Also das ist ja nicht normal, dass du in Räume reingehst und auf einmal bist du komplett woanders. Das heißt, wir sind ja auch ein bisschen Ballerballer. Mir passiert das ständig. Vielleicht sind wir einfach der... Ehemann? Alter, wie bei Shutter Island, wo die den Typen seine eigene komische Geschichte durchspielen lassen. Weißt du? Ah, um ihn davon zu heilen sozusagen. Vielleicht machen wir das. Vielleicht sind wir tatsächlich der Künstler und durchleben, also gehen nochmal unseren Weg nach. Na gut, dann würde ich sagen, hau rein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.